Je herrliche Mann und Frau, auch die Lomotis, es hat mich unter Hand gefreut, eben daher zu kommen. Vor 3 Jahren habe ich schon mal hierher kommen. Und dann, das war wirklich ein Höhepunkt in meinem Leben. Ich spürte einfach eure Gemeinde, eure Liebe, die Wärme, die da ist. Und wirklich auch ein Herz für ein Heiland, ein Herz für die Menschen. Das ist das Wichtigste. Darum bin ich auch, hatte ich eine Riesenfreude gehabt, wo ich um mich eingeladen wurde. Ja, das Thema von heute, eben Menü oder Dessert, ist aus einem persönlichen Leiden und einem Prozess aus entstanden. Es kommen noch eine ganze Zeit andere Sachen und so kommen daher. Ich weiß selber auch noch nicht, wie es rauskommt. Und das habe ich abgeben. Halt von Natur aus manchmal auch ein bisschen chaotisch, aber der Heiland tut es da, wo wir so ein bisschen böscheln, dass die Leute aber gleich noch nachkommen. Also, es geht ein bisschen kreuz und quer in der Gegend um. Es geht einfach auf einen Weg ein farbiges Buch geben, das ihr heute bekommt. Und ich hoffe, jedes darf etwas mitnehmen. Zuerst gibt es einfach noch gerade ein Gedicht vom Flüchtlingspfarrer Paul Vogt, der vor 100 Jahren gelebt hat. Und das ist ein Gedicht, das mir persönlich ganz viel bedeutet. Das Gedicht heisst Rettungsjubel. Aus den harten Höllenbanden einer tollen Tyrannei, aus Verachtung, Spott und Schanden wurde Israel einst frei. Gott, der Herr, hat es errettet, hat sein Wunder einst vollbracht. Aus Tyrannenwut und Macht Israel sich losgekettet. Ewig singt drum Gott zum Ruhm sein erlöstes Eigentum. Aus Dämonen Macht und Grauen, aus der Trunksucht Höllenpein, aus den grimmigen Löwenklauen zog Gott in sein Reich hinein. Rettungswunder sind geschehen, Gott, der Herr, hat sie getan. Freiheit brach für Sklaven an, Heiliger Geist begann zu wehen. Ewig singt drum Gott zum Ruhm sein erlöstes Eigentum. Gott, der Herr, ist heute am Werke, seine Kraft ist täglich neu. Täglich neu ist seine Stärke, seine Gnade und große Treu. Gott macht jeden Feind zu Schanden, Gott dämmt aller Stürme Wucht und befreit aus aller Sucht sich sein Volk in allen Landen. Ewig singt drum Gott zum Ruhm sein erlöstes Eigentum. Halleluja, das ist gewaltig, und der Paul Vogt hat da ganz viel für das Reich Gottes da, das ist unfassbar. Und ein weiteres Wort aus der Bibel, das kostbare Gotteswort, das sehr gut zu meinem Leben passt, Psalm 40 Anfang. Ich harrte auf den Herrn und er hörte mein Schreien, er zog mich aus den grausamen Grube, aus lauter Schlamm und Schmutz und Dreck. Er stellte meine Füße auf einen sicheren Fels, damit ich wieder sichere Tritte tun kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele Menschen hören und wieder Zutrauen finden zu Gott. Und vielleicht gleich auch noch heute in meiner Eckdaten, für die, die mich noch nicht so super gut kennen, eben Jakob Wampfler, geheiratet mit der wunderbaren Sophie, wohnen in Thun, Herkunft zwischen früh im Diemtigtal, im Gebiet vom schönen Seebergsee, und 62-jährig. Wir werden wahrscheinlich nie so alt wie News gesehen, aber das spielt doch keine Rolle. Ich sage oben, die Chasse kann man jetzt mal in Ballenberg bringen, aber innerlich bin ich natürlich besser zu wegen als vor 40 Jahren. Arbeiten tun im Passantenheim von der Heisarmee, das ist ein Zufluchtsort, ein Herberge für Menschen, die total im Scheiß sind, die an nichts mehr glauben oder hoffen oder so. Menschen, die im gleichen Zustand waren, wie ich war, und der darf ich arbeiten, der darf ich dienen, der darf ich lieben. Ich habe 25 Jahre in der Ochsenscheune im Bundeshaus zu Bern gearbeitet. Und ich kann euch sagen, ich habe im Passantenheim 100-mal strenger als im Bundeshaus gehabt, aber ich bin am richtigen Ort. Das ist auch das Teil vom Thema, das da noch kommt, über die Berufung, über das, dass man am richtigen Ort ist. Ich bin fast auf allen Vieren heim, aber ich bin glücklich gewesen. Ich bin glücklich gewesen, weil ich am richtigen Ort bin. Nicht die Nazi zu lösten, sondern unser Heiland hat ja auch um zu lösten worden.
Das ist, um das geht's. Wow, was gibt es so Diktaten noch? Ja, eigentlich sonst nicht mehr. Und darum gehen wir gerade als erstes in das Thema rein. Mich hat aus grosser persönlicher Krise, die ich letztes Jahr hatte, wo wir eine unheimliche Krise hatten im Passantenheim-Team. Ich habe vom Februar bis Oktober 16 Kilo abgenommen, ich weiß gar nicht wie. Aber aus dem heraus bin ich in die tiefste Nöte gekommen. Und bin noch einmal in eine neue Beziehung zu dem Heiland gekommen. Ich konnte wirklich nur so überleben. Letztes Jahr am Karfreitag, am Vormittag, habe ich einfach die Losungen gelesen. Und nachher Vers Altes Testament, Neues Testament und noch eine Strophe da vom alten Bottelschwing von Deutschland. Die Strophe zu Käse, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bitteren Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah und so weiter. Und seither, ich weiß nicht, was das ist. Es soll auch keine religiöse Übung sein. Und ich würde nie sagen, mach das auch. Weil das Schlimmste, wenn man gegen Dogmas macht, aus persönlichen Erfahrungen, das ist auch so eine christliche Krankheit. Aber seither muss ich die Strophe alltag lesen. Es hat noch keinen Tag gegeben, sie über ein Jahr, wenn ich die nicht gelesen habe. Und auch morgen einfach halb fünf, das kommt dann nicht auf die Zeit drauf, ich feiere das Abendmahl. Und so kann ich wieder überleben. Und gleichzeitig in diesem Prozess ist auch das aufgebrochen, was ich seither mache, überall jedes Blümchen, jeden Knospen, jedes Blüten, jedes Insekt, jedes Schneckchen fotografieren und in meinem Status. Ich habe einen neuen Zugang und Beziehung zur Natur, zu der gewaltigen Schöpfung von unserem grandiosen Gott. Und eben die Vertiefung in Golgatha. Und wisst ihr, der kommt jetzt mein persönliches Leid eben wegen dem Dessert und wegen dem Hauptmenü. Es ist heute so ein Trend überall in den Kirchen. Wir reden nur noch von Ostern, Auferstehung, Ostern, Auferstehung zu lehren, Kreuz, Ostern, Auferstehung, Sieg, alles ist jetzt gut. Aber Ostern hat eine Vorgeschichte. Der erste gewaltige Akt war ja Weihnachten. Und nachher gibt es oder Gründonnerstag am Abend die Fußwaschung vom Heiland, wo er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und hat die Setzung vom Heiligen Abendmahl nach der Garten Gethsemane mit dem bestialischen Leiden, wo er Blut geschwitzt. Und nachher Golgatha und das Kreuz. Und dort, darum bin ich auf diesen Titel gekommen, wenn wir nur noch von Ostern und von Verstehung und das Lehrkreuz so schnurren, dann tun wir nur noch das Finale betonen, nur noch das Dessert präsentieren. Aber das Hauptmenü, Gründonnerstagabend, das Abendmahl, Garten Gethsemane, Golgatha, das Kreuz, das bestiale Sterben, das war Voraussetzung für Ostern. Keine Ostern ohne Golgatha, keine Ostern ohne Garten Gethsemane. Wir dürfen einfach das Ganze ernst nehmen. Und nicht einen Teil davon abtrennen und überbetonen. Natürlich, das Kreuz, das ist ja unsere einzige Chance, Auferstehung oder wiederkommen Sieger von Golgatha, der wiederkommen gewaltige König aller Könige. Aber wir müssen das Ganze immer im Zusammenhang lassen und wissen, was dort am Gründonnerstag am Abend im Garten Gethsemane und am Kreuz auf Golgatha passiert ist. Und dürfen nicht einfach nur Ostern grenzenlos überbetonen. Weil gerettet worden sind wir nicht durch die Ostern, sondern durch sein kostbares Blut, durch sein bestialisches Leiden, durch den Kelch, der über ihm ist ausgegossen wurde. Und mit dem komme ich auch noch ganz kurz auf mein persönliches Leben, für die, die es auch noch nicht so kennen, zu mein Dreckleben, das ich ein Vierteljahrhundert lang einfach genommen habe. Gesoffen und gekiffen, umgehauen und Selbstmordversuche gemacht und einem Teufel hat dienen und ein schreckliches Dreckleben, Säuleben, Scheissleben hat geführt. Ich bitte noch um Entschuldigung für meine Sprache, aber ich muss auch gegen so reden, dass man es versteht. Und ich kann euch sagen, es ist etwa zwei Monate her, als mir ein alter Mann vom Diemtital gesagt hat, ich würde es nie können nachvollziehen und begreifen, was mit dir passiert ist. Du bist früher so ein
perverse Bestie gsi. Du bist so ein furchtbar Stink gsi. Wir haben Angst vor dir. Wir haben uns gefürchtet vor dir, wie du da hast, wie du auch oben gefuhrwerkt hast. Und heute bist du das, was du bist. Und er sagt, ich würde es auch nie Gesundheit. Ich würde es auch nie können begreifen. Ich würde es auch nie können begreifen. Es ist einzig die unfassbare, 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 unverdiente Gnade. Das Erbarmen von dem geschlachteten, blutigen, zu Tag gefolterten Mann von Golgatha, der alles für mich hat, da, wo ich noch sein Fimpel war. Es ist unfassbar, kann ich dir sagen. Und darum ist das einfach heute mein Thema. Eine Vertiefung, eine Erneuerung. Zu überlegen, was bedeutet mir der Heiland. Und weißt, man muss nicht ein solches Dreckleben geführt haben wie der Wampfler. Man kann auch sonst eine ganz tiefe, innige, unglaubliche, persönliche Liebesbeziehung zu Jesus entwickeln, wenn man das wirklich will. Er schenkt das Wollen und Vollbringen. Er kennt auch dein Herz, deine Sehnsucht, dein Misstrauen, dein Leiden. Er kennt dich durch und durch wie sonst niemand. Und jedes hat die gleiche Chance. Er liebt jedes mindestens so verrückt wie der Wampfler. Du hast die gleiche Chance wie ich. Du darfst die gleiche Vertiefung erleben. Und einfach überlegen, was bedeutet mir der Heiland? Das einfach eine religiöse, gebige Freizeitbeschäftigung oder ein bisschen Sonntagsabwechslung am Vormittag oder ist es einfach so, gibt es hier und da ein bisschen Entlastung, was mir gerade mies gibt, oder ist es mehr? Oder ist es mehr? Und weißt, es kann viel mehr sein. Es kann viel mehr sein. Es kann grenzenlos viel mehr sein. Ich kann sagen, kürzlich, ich muss am Morgen während dem vier vom Abend mal das muss ich manchmal schon grenzenlos prägen. Und da wird viel rausgeschwemmt. Und ich habe kürzlich im Heiland auch gesehen, während dem Abend mal gesehen, kannst du mir alles fortnehmen? Kannst du mir alles fortnehmen? Kannst du mir das Passantenheim fortnehmen? Kannst du mir die Sophie fortnehmen? Kannst du mir meine Familie fortnehmen? Kannst du mir einfach alles fortnehmen? Die Wohnung fortnehmen, das Geld und den ganzen Krümpel und alles. Ich kann Viertel Blut auf das Rottwar aus am Boden setzen. Aber wenn nur du da bist, wenn nur du da bist, wenn nur du in mir bleibst und wenn ich nur dir darf, treu, treu, treu bleiben. Nur das ist wichtig. Einzig nur das ist wichtig. Einzig nur das hilft auch jedem von uns, einer verzweifelten, überforderten Welt noch etwas zu dienen. Nicht Corona-Zeug und all das, all das Habakuk hat das Löschwort, sondern unser Heiland hat das Löschwort. Die Herren dieser Welt gehen, verreisen, aber unser Herr kommt. Er kommt, und zwar nicht zu knapp. Der liebe Papa Joe, der gestorben ist, der von der Church von Mühlhaus, wo der Guido Berger dazugehört, der hat einen Sohn, der Samuel Peter Schmidt, der schon in über 50 Ländern evangelisiert hat. Und dann hat er in einer Predigt gesagt, wenn wir schon durch ein solches Low-Virus fast durchdrehen und uns Wälz am Boden vor Angst und Verschwörungstheorien und sonst noch Haufen Kram, wie wollten wir dann noch überleben, wenn im Fall Verfolgung käme? Wenn es eines Tages auf die Tüte geht, wenn wir an Leib und Leben gefährdet werden, wenn wirklich aktive Christenverfolgung über die Schweiz kommen. Wie wollen wir dann noch Kraft haben, wenn wir schon wegen einem solchen Lohnzeug grenzenlos überfordert sind? Beten wir den Heiland an oder beten wir Corona an? Beten wir unseren Bundesrat an oder beten wir unseren Herr an? Es geht um die Endzeit, es geht um das können zu überleben. Und auch noch so. Also ein verlogenes, doofes Wohlstandsevangelium, nichts, wo die Leute an dem angelogen und verarscht werden. Da, wenn du richtig glaubst, wirst du Multimillionär und wirst nie mehr krank und lebst ewig und hast nie mehr Probleme und nie mehr Sorgen. Und segelst da für eine rosa-rote Wolkengegend rum und noch sonst ein Haufen Unfug. Das ist einfach eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Da werden die Leute angelogen und einfach furchtbar.
Zegt de Bijbel niet dat dat alles wat super wordt en nog maar overstijgen. Natuurlijk doet er Heiland heilen en schenkt ons dat wat we brauchen en nog veel meer. Aber niet dat is het centrum. In de Bijbel heet dat eben sogar Leiden, dat een stotziger, wirklich een Bärtelweg is, een stotziger Weg, een steeniger Weg, die im Schweissen deines Angesichts, im Moment is dat sehr praktisch, aber dass die Realität ist, aber dass er mit dem Schulter an Schulter den stotzigen Weg geht. Und darum macht es Sinn, und darum können wir es tun. Und darum sind wir gegen und wir motiviert, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir ihn ernst nehmen. Und wissen, wenn ich auch oft nichts fühle von deiner Macht, du führst mich auch zum Ziel durch jede Nacht. Und es ist nicht gegen Tag, es ist nicht gegen Rosenrotes Wölkchen. Das lässt ja so gut erlebt, weil jedes gegen jedes ist in einem Team von Christen, die Verantwortung haben für Menschen, was so katastrophal zu Weg ist. Das war schrecklich. Aber der Heilige Gott hat auch aufgeräumt. In den 10 Monaten keine einzige Anfrage mehr hatte. Seht, wenn ihr als Verantwortlicher schon so blöd tut, kann ich euch auch keine Leute mehr anvertrauen. Und dann hat er dann geheiligt und hat er dann aufgeräumt. Und dann mussten die Leute gehen. Und wir konnten einen Buß tun, einfach alles zusammen. Und dann hat er dann sagen, um mich einfach anfangen zu fließen. Ja, Menü oder Dessert. Es ist einfach Golgatha oder Garten Gethsemane auch. Das Leben im Passantenheim so gewaltig, aber auch, wo einfach Wunder passieren. Oder Stefano war, der ganz verzweifelt war, der sogar Katzen gefürchtet, als er kam, der schrecklich zugeputzt war mit allen Suchtmitteln, die er innig gefräset hat, Tag und Nacht. Harte Drogen, weiche Drogen, Methadon auch noch gerade, Alkohol auch noch gerade, Tabletten auch noch gerade, das auch noch gerade. Wir haben keine Stunde gewusst, wann das der gute Mann abliegt. Und gleich mit der Zeit hat etwas angefangen. Millimeterweise hat er Fuß fassen. Millimeterweise hat etwas dürfen passieren Männer. Millimeterweise hat er Gutes zulassen. Millimeterweise hat er Wort annehmen. Und das, wenn man mit ihm ist umgegangen. Und langsam ist ein Prozess in Gang gekommen, der unglaublich betont ist. Stehhäufe, alles hat angefangen aufweichen. Und das ist der Moment gekommen, als ich zuerst mal als er auch zuerst mal mir in die Augen schauen konnte. Es war auch der Moment, als er mir seine Geschichte erzählt hat. Und das Bestialische kaputt ging von seinen Eltern, von beiden. Und das war auch der Moment, als ich ihn zuerst mal ganz fein umarmen durfte. Das sind Momente, die im Himmel aufgeschrieben sind. Und es war dann auch Monate später der erste Moment, als er zu mir kam. Ich hatte gerade eine Wäschmaschine, Wäsche über da. Ich sagte, Köbel, ich wollte dich noch etwas fragen. Er sieht, weißt du, Köbel, hast du vielleicht 30'000 Sünden gemacht. Und das ist ja furchtbar. Und das tut Jesus vielleicht schon noch vergeben, wenn es noch überhaupt geht. Aber weißt du, ich habe 90'000 Sünden gemacht, Köbel. Und so viel kann Jesus ganz sicher nicht mehr vergeben. Er sagt, wow, Henne Sedu, Stefano, Halleluja. Wenn ich 30'000 Sünden gemacht und du 90'000, dann hat dich Jesus ja dreifach so gern wie der Wampfler. Dann ist er 90'000 Mal für dich zurückgegangen, dann hat er 90'000 Mal für dich geblutet, dann hat er 90'000 Mal gerufen, es ist vollbracht, Stefano. Dann hat er mich angeguckt, wie wenn ich von einem anderen Planet käme. Auf das Mal hat er gesagt, wenn du das siehst, Jakob, der Glauben ist. Er sagt, ja, du hast Grund, das zu glauben. Wenn nur 1% nicht überzeugt wäre, würde er das nicht sagen. Du nicht Menschen billig religiös manipulieren. Ich sage nur das, was ich in mir spüre, was ich weiß, so ist es. Und dann hat der Prozess weiter dürfen gehen. Und dann hat er auch eine gewaltige NATO-Erfahrung gemacht. Er lebt jetzt wieder, aber ist jetzt ganz auf einem anderen Weg, wo er macht weitere Schritte. Es ist so herrlich. Ihr Lieben, kurz ein Einschub von einer Geschichte, die vor 100 Jahren im Emmental ist passiert. Das ist eine wahre Geschichte. An einem Weihnachtsabend,
24. Dezember am Nachmittag, ein gewaltiger Schnee- und Biesensturm, ein bisschen das Gegenteil von jetzt. Der Schnee ist waagrecht durch wie eine weiße Wand prätschert. Und ein Aalzahl-Schnapsmandel hat sich da durch einen Schneesturm gekämpft. Oh, Schritt für Schritt. Und manchmal hat es nicht der Haartal, dann hat er sich um die Uhr gekämpft. Und in einem furchtbaren Zustand war der. Alles war leer. Die Hosensäcke waren leer, die Schnapswendel war leer, der Tubaksäcke war leer, das Herz war leer, das Krückenmünze war alles vor. Alles war leer, 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 leer. Weiterkämpft, weiterkämpft. Mit löschter, löschter Kraft. Da im Schneesturm innen, hat er eine Haussilhouette gesehen. Das war dort Waldhaus im Emmental, so ein Bauernhofbeiz. Da ist der Zug auf die Lobe gekämpft. Und er hat einfach hergekehrt. Dann ist oben gekommen, mit dem Mutter das Bäumchen gerichtet. Und so. Und eines von den Kindern ist dann voraus, für etwas zu rechnen. Ich sagte, der arme Altmann. Schön, er sagte, Mutter, gell, der arme Altmann, der auf der Lobe liegt, der darf innen heute kochen. Ja, du, der Koch angestellt, dann sagen sie, wir rechten können, Herdöpfelsuppe, Brot herstellen und. Später ist er gesagt, gell, der darf doch zum Bäumchen kommen. Muss da, sagt sie. Die hochheilige Weihnachtsfeier, da kann stören, solche Faganten. Er gab Fragen der Vater. Dann sind sie der Vater in Stall gefragt und gesagt, Fragen die Mutter, die hat immer schon gefragt. Also, der soll noch mal zum Bäumchen kommen. Schlussendlich ist der alte Mann mit Bäumchen gesessen. Die Mutter hat noch Packpapier am Boden da, musste den frisch gefegten Weihnachtsboden nicht versauen. Und nachher haben sie gesungen. Vater hat die Weihnachtsgeschichte gelesen aus dem Lukas-Evangelium. Und der Mann hat die Welt nicht mehr begriffen. Und bei der Bescherung, und die war auch ein bisschen einfacher als heute, ist ein bisschen Lebküchen gelesen mit Zocken und Mandarinen und so. Und das Mädchen, das kleinste Mädchen, ist dann mit seinem Lebkuchenherz zum alten Mann, hat ihm so auf die Knie gelegt. Das ist für dich. Er hat gesagt, nein, nimm das, und wir haben nichts verdient. Wow, an Weihnachten ist der Heiland gekommen, hat alle Menschen beschenkt. Und jetzt wirst du auch beschenkt. Dann hat er das Herz noch. Der Vater hat gesagt, du kannst im Stall draussen bei den Kalber liegen, im Stroh, aber du Backpfeife lässt dich stoppen, musst du nicht noch die Hütte anzünden. Oh, er ist der Seele bei den Kalber draussen im Stroh gelegen. Und die Mutter dann noch raus ist gegangen, hat sie gehört, wie er so langsam noch ein Weihnachtslied hat gesummt. So. Am nächsten Morgen hat er dann weiter müssen. Die Mutter hat ihm noch ein paar Sachen mitgegeben, etwas Kleider. Zwei Monate später ist er jetzt im Asyl Gottes Gnade zu lange auf dem Totenbett gelegen. Und hat er zur kranken Schwester gesagt, dein Mantelsack hat noch ein Lebkuchenherz. Tut mir das Geld, tut mir viel auf die Brust. Und das hat sie da gemacht und hat sie gesagt, was hat das für eine Bewandtnis mit dem Lebkuchenherz? Und hat er gesagt, das habe ich am letzten Weihnachten, am letzten Heiligabend bei einer Bauernfamilie im Waldhaus, hat mir das ein Mädchen geschenkt. An diesem Abend bin ich 10. Mal in meinem ganzen Leben ein paar Stunden lang ein Mensch gsi. Und wisst ihr, ihr Lieben, heute wimmelt es um mich, um uns um. Auch hier auf dem Rorschacherberg und zu tun, und überall, es wimmelt überall von Menschen, die auch gerne Menschen würden sein. Und durch ein Heiland werden wir Menschen. Durch die Liebe werden wir Menschen. William Buss hat ja gesagt, super Seife Seelenheil. Wie kann ein Mensch an einen liebenden Heiland glauben, solange er noch so furchtbar Ranzenweh hat oder kein Geld hat oder weiß nicht, was in was für Zuständen ist? Wir reden hier nicht von der übersteigerten Sozialarbeit. Auch die Heisarmee muss wieder über Bücher. Hier in unseren Ländern ist es zu einer Kuschelarmee geworden. In Afrika und Südamerika. Da sind Erweckungen, gewaltige Erweckungen. Suppe, Seife, Seelenheil. Und wie hat Heisarmee angefangen? Der William Buss hat als 17-jähriges Bübe, als er in einer Pfandleihe gearbeitet und dort ein Hungerhund verdient, hat er einer Frau, die im Wald gelebt hat, ein Zimmer gezahlt, dass sie ein bisschen menschenwürdiger leben können. Und hat er dann manchmal etwas zu essen gebracht. Das war der Anfang von Heisarmee, weil ein junger Bursch gehorsam ist und eine Frau ein Zimmer mietet. Geht es aus dem nachher eine Freikirche, die heute in 132 Ländern der Erde wirkt.
Begrijp je iets? Hast du een Vision? Hast du een Herz, een Herzanliegen? Hast du etwas, wat in dir schlummert? Und vielleicht sind es, ja, nein, das ist sowieso nichts. Oder das ist sowieso zu verrückt. Oder ja, das, da bin ich sowieso daneben. Nein, wenn das in dir drin ist, fang an. Fang an. Es ist so wichtig, dass du auf dein Innere hörst. Es ist so wichtig, dass du alles ablehnst, was dich hindert. Was habe ich doch früher, wie schrecklich habe ich gefühlt, wer das solches Dreckleben geführt. Auch punkto Selbstwertgefühl wollte ich dir heute sagen. Wie habe ich oben aufs Zeug gesehen? Ich bin das grösste Arschloch, das auf Gottes Erdball rumläuft. Ich bin ein Fuder Scheisse und solches Zeug. Und wie furchtbar ist das, wenn wir uns selber machen können. Solche Festlegungen. Da schlägt mir Jesus in sein wunderbares Angesicht. Wenn ich sehe, wie bei den Teenies, was das für eine Seuche ist. Darf ja noch jeden Monat, manchmal zwei, drei Mal, ein 62-jähriger Knut mit einem weißen Gestrüpp auf dem Grind noch gegen zu Teenies seine Geschichte erzählen. Aber das Selbstwertgefühl, und ich sage es jetzt zu euch, wenn du irgendetwas in dir noch hast, was dir einmal jemand gesehen hat, egal ob Vater, Mutter, oder Ehepartner, oder Chef, oder Kollege, oder was auch immer für eine Kreatur, wenn dir einmal ein Satz ist gesehen worden, du längst nicht, oder du bist ja nur, oder ja, du bist auch nicht gerade die Hellste, oder was hast du für eine Dekarsch, oder einfach so alles, so die feinen, Nadelstiche. Wenn dir jemand ein solches Wort hat gesagt, wenn du noch etwas in dir hast, sind es ja, auf mich kommt es ja nicht drauf an. Oder ich bin ja noch mal. Oder eben all so Zeug. Du willst gründlich darüber nachsinnen. Dann bitte ich dich heute am Vormittag hüdern und sag dem Heiland, es tut mir leid, dass ich das gelobt habe oder einfach wirken kann. Ich weise das jetzt zurück und tue es eintauchen in deinem Blut. Und das ist alles Lüge, das ist alles Höllenschrott, das ist alles Unwahrheit. Tatsache ist, was Gott über dich denkt. Und er denkt gut über dich. Ich habe jedem von euch, der auf diesen Stühlen sitzt, sieht, du längst hundertfach, du längst tausendfach. Gott ist begeistert von dir. Du bist ein einmaliger Obermillionenjuwel auf seiner Erde. Mit allem, was dich ausmacht. Du bist so herrlich und wunderbar. Er hat dich so gerne, wie wenn du der einzige Mensch im ganzen Universum bist. Mit jedem Gramm Körpergewicht, so wie deine Augen sind, mit dem Intellekt, den du hast, mit allem, was dich ausmacht, längst du. Du bist wunderbar, du bist kostbar, du bist einmalig. Du bist eine Juwelin und ein Juwel, ein Königssohn, eine Königstochter. Gott ist begeistert von dir. Gott tut Alltag 24 Stunden kommen und hat Freude, dass es dich gibt. Das gibt. Du darfst jeden Morgen im Badzimmer vor dem Spiegel stehen und sagen, Halleluja, dass ich da bin. Es ist doch eine Millionen Hammer gut. Das ist die Wahrheit. Ergreift die Wahrheit. Was Gott sieht, ist die Wahrheit. Das ist die einzige Wahrheit. Excuse. Er hat auch bei mir noch ein paar Sachen müssen korrigieren. Auch wenn ich nachher den Wechsel vom Bundeshaus ins Passantenheim. Das Bundeshaus ist wirklich ein bisschen Götz geworden. Du hast einen guten. Erst eben im Bundeshaus wäre ich der Wampfler. Die haben mich ja noch verwechselt mit Bundeshaus Better und anderem Zeug und Web. Und so. Na, wenn ich ins Passantenheim bin, hat es geheißen, du gehörst daher. Und dann gesagt, was gehörst daher? Ich tue jetzt bis 65-jährig, tue nicht die Papiere nicht da verteilen, diesen Leuten. Ich habe zufriedene Kugeln schieben. Ich sagte, du gehörst daher. Dann war ich auch gehorsam. Jetzt darf ich seit 7 Jahren der Betreuer sein. Ich darf gehorsam sein. Ich muss auch den ganzen Tag körperliche Arbeit machen und Gespräche führen und Seelsorge. 3 Mal pro Tag Toiletten putzen, Duschen putzen. Häufen, manchmal Seebachtrommeln Wäsche machen, tue kochen, tue Zeug umschleppen und. Und darf wissen,
Das ist Gottes Dienstspur. Und weißt du, wenn ich bin, mir so etwas wichtig, so, ich sage das nicht für das Plagieren, aber einfach für etwas aufzuzeigen. Der Markus Dauder, der geniale Liedermacher, kennst du den Mann oder die Freude am Herrn ist unsere Stärke, so, hat mal gesehen, wer kann vor am Mikrofon stehen, soll auch einen Schiessen nicht putzen. Das habe ich jetzt praktisch erleben. Und darum putze ich auch bei den Toilettenschüsseln auf den Knien. Und ich habe dort den Spruch, der vom Ende, es gibt so einen Spruch über einen Strassenwischer, aber das ist heute nicht mehr aktuell. Gell, Frank, heute hat man, mal, heute hat man immer da mit der Bürste. Wow, schon noch mit Bürste, aber so lieber Juwel Gottes. Ich habe es darum umgeändert von Strassenwischer. Und dann heisst es so, wenn du ein Toilettenputzer bist, dann putze deine Toilette so, wie ein Beethoven seine Musik komponierte. Wenn du ein Toilettenputzer bist, dann putze deine Toilette so, wie ein Picasso seine Bilder malte. Wenn du ein Toilettenputzer bist, dann putze deine Toilette so, wie ein Leonardo da Vinci seinen Marmor meißelte. Wenn du ein Toilettenputzer bist, dann putze deine Toilette so, dass alle Menschen, die auf diese Toilette sitzen, rufen: Oh, hier war ein großer Toilettenputzer am Werk. Wenn du nicht eine Sonne sein kannst, dann sei ein guter Mond. Wenn du nicht eine Straße sein kannst, so sei ein guter Weg. Ein jeder sei das, was er ist, aber er sei es ganz, ganz, ganz. Der Spruch ist vom, vom Martin Luther King. Ja, nicht sauber. Aber es tut mich gäng um mich berühren, ihr Lieben. Es tut mich gäng um mich berühren. Und dort, wie manchmal etwas passieren kann, wenn wir gehorsam sind. Und manchmal auch Ideen, tut er das auch merken. Wenn das eben Sinn ist, das ist jetzt etwas voll Schräges, voll Verrücktes, dann kannst du gerade eigentlich darauf gehen, dass es vom Heiligen Geist ist. Und der Heilige Geist ist nicht Spezialist für langweiliges Zeug. Der ist für das Leben, für das verrückte Zeug. Wir hatten eine Praktikantin, die ist noch nicht gläubig, aber sie war zum Teil gläubiger als Teil vom Team. Und die werden jetzt Sachsen der Befruchtung oben in einer Jugendgemeinschaft, die also alles abgeht. Die als Moderassierklinge schlägt, die ein Porsche Katz den Schwanz abhält und anders junge Menschen, die nur noch voll Gewalt und Hass und Zeug sind. Auch das sind sie nicht ohne Grund. Auch das hat seine Kindergründe. Und die junge Frau, die hat gesehen, wie kann man da noch etwas? Es ist eine nicht christliche Gemeinschaft dort. Sie haben gesehen, die Jungen müssen einen absolut positiven Schock erleben. Genau gleich wie sie Trauma erlebt vom schlimmen Zeug, müssen sie einen außerordentlich positiven Schock erleben. Darum dürfen wir uns abwenden von so normalem Zeitlupe und langweiligem Kram und dürfen aufbrechen, aufbrechen. Ich sage auch dir, du bist als Original geboren, darum stirbt nicht als Kopie. Der Heiland will dich noch brauchen. Er will dir die Welt auf den Grund stellen. Und du darfst dich darauf einlassen. Wir leben im Passantenheim auch gegen um mich, wo privat es ist, lohnt sich einfach. Und noch eines einfach, gehen wir noch eines zurück in den Garten Gethsemane. Dort ist einfach das so passiert, wenn der letztes Jahr einfach auch dürfen anwenden. Im Herbst bin ich Männerheim Basel da am Rhein vor, eingeladen war, um zu reden, riesiges Männerheim. Und die, da haben wir ein riesiges Herbstfest gehabt, dreimal einen Input gegeben. Und zwischen hat es den Food gegeben. Und ein Mann, der früher völlig im Dreck war, hat wunderbar Musik gemacht. Und manchmal, wie es passiert, beim Reden sind meine Blicke magnetisch auf einen Mann gezogen worden. Und dann war ich dann gehorsam und bin dann zu dem gesetzt, vis-à-vis, wo wir dann das Nachtgessen grilliert haben. Und dann hat er mir die Lebensgeschichte angefangen zu erzählen und hat erzählt, was er und alles hat durchgemacht. Dann hat er eher verzweifelt gesagt, Jakob, um morgen am Samstag will man mich hier rausfallen. Dann will man mich auf die Straße stellen, davor heiss an mir und dann noch Samstagwochenende um mich 68-jähriger Mann rausfallen. Er sagt, das kann doch nicht sein. Ich bin sternsverrückt. Da ist noch ein bisschen der Diem, die Tauer vorgekommen.
Obwohl ich, ja, hätte es auch ganz brav sein, wenn man das schon als Gast eingeladen hat. Ich bin nicht zum Männerheim leider gesagt, was ist das für ein Unfug? Warum geht man den Mann morgen raus? Ja, aber es ist eine Behörde und Kostengutsprache. Ich sagte, Henne, seht ihr, das kennen wir im Passantenheim auch nur. Der Behörde kackt die ganze Zeit mit ihren 100.000 Vorschriften. Das hat ja hinter und vorne nicht mehr mit unserem Auftrag zu tun. Lassen wir das Herz sprechen oder da 100.000 Bestimmungen und menschenfindliche Floskeln und Zeug. Und ich habe gesagt, ja, Vorschrift ist Vorschrift. Ich sagte, also. Ich zahle dem mal die nächsten vier Nächte und nächste Woche gestern wohl ein besser. Nein. Wo ich sehe, ich zahle die vier Nächte. Kann nicht sein, dass 68-Jährige mal rausgeschossen haben. Na, ja, wir gucken noch. Na, ein paar fünf Minuten später ist der Sozialherr aus dem Büro rausgekommen. Es ist jetzt gut, Jakob, der Mann kann jetzt noch bleiben. Ich habe jetzt noch mal telefoniert und gesagt, also, siehst, es geht eben doch. Und dann hat der alte Mann später gesehen, darf ich noch mit dir persönlich reden. Und dann sind wir da vorne ganz herein, ein bisschen, wo wir ruf, dort auf einem Bänkchen, und dann hat mir noch ganz viel erzählt. Und er hat auch noch sein Leben im Heiland anvertraut. Und am Schluss haben wir auch als Brüder und Freunde auseinander. Als ich beim Zug zurückgefahren bin, etwa 20 vor 11, hat er mir schon ein Warz abgeschickt und gesehen, dank dir, Jakob, und dem Heiland bin ich jetzt heute Abend nicht unter den Zug gegangen. Ja, wenn wir Menschen retten oder Menschen in den Tod treiben, also retten tut ja der Heiland. Wenn wir Floskeln und Bestimmungen anbeten oder wenn wir Suppe, Seife, Seelenheil. Wenn der Heiland sieht, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Habe ich dann noch nicht genug gelitten? Er hat in diesem Garten Gethsemane, der Kelch war drüber als Kreuzigung. Stellt noch das vor. Darum hat er auch Blut geschwitzt. Er war so auf den Knien und Gott hat sich zurückziehen und die Jüngeren mussten einschlafen. Und eine grausame Angst übermannte ihn. Er war betrübt bis an den Tod. Und ein Engel kam und diente ihm. Und dann hat er einfach in diesen Kelch hineingucken. In diesem Kelch innen. Ist die ganze unheimliche, schwarze, klebrige, stinkige, furchtbare Masse von allen Fehlern und Sünden und Verbrechen vor der ganzen Welt, von dir und mir und von allen Menschen. Und da hat er schier draus da. Das hat ihn entsetzt. Ich wusste, das wird jetzt über mir ausgegossen. Auf das Mal sieht er der Masse einen weissen Punkt. Noch mehr weissen Punkt. Der näher hergucken. Dann wusste er, was der Weisspunkt war. Das war dein Gesicht. Ein Weisspunkt. Und einer war dein Gesicht. Und einer war dein Gesicht. Und einer war dein Gesicht. Dann hat er gesagt: Wohl, Vater. Nicht mein Wille, dein Wille geschehen. Lieber bestialisch leiden, als ohne dich und dich und dich und dich und dich. Die Ewigkeit müssen verbringen. So unglaublich gern hat er uns. Und was ist das uns wert? Was ist das mir wert? Diese Frage wollte ich einfach mitgeben auf den Weg. Und gleichzeitig aber auch die Freude, wenn er dann konnte rufen, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und nachher ist eben Ostern gekommen, als Finale von diesen ungeheuren Kämpfen und Schlachten und Zeug, von dem Ganzen, was dort passiert ist im Garten Gethsemane im Kreuz, wo er für dich und mich das Allerbestialische hat durchgemacht, für uns zu retten, für können unsere Schuld stellvertretend zu beseitigen, auf immer und ewig. Auf immer und ewig. Und darum ist es so wichtig, auch ihr als Gemeinde, dass ihr nicht einfach, ihr seid hier Tankstelle, aber nachher gehen wir raus zu den Betroffenen. Wir gehen raus hinter den Hecken und Zäunen. Wir gehen raus und gehen aufmerksam zu den Leuten her. Wir müssen nicht gegen reden, wenn wir nicht gefragt werden, aber wir dürfen gegen um mich reden, weil wir so leben, dass wir gefragt werden. Das ist auch so etwas Wichtiges. Und unser Herr und Heiland ist bei uns, unterstützt uns mit aller Kraft. Er schläft nicht. Und es ist so herrlich. Lass den
Letztes Wochenende haben wir einen Kongress von Heisarmee in Thun. Und da bin ich auch ermutigt worden, weil ich merke, dass der General doch wenigstens der weltweite Leiter von der Heisarmee, dass der ein feuriges Herz hat für Christus, ein feuriges Herz hat für den Heiland und ein feuriges Herz hat für die Menschen. Ja, ihr Lieben, das ist das, was ich euch heute wollte bringen und wollte sagen. Das Erste, du wissen, dass du ein unglaublicher Juwel bist. Du das ernst nehmen und glauben und lebe dementsprechend. Und dann musst du die Zunge nicht mehr im Boden anschleifen. Und nachher bist du dir bewusst, was er für dich da hat. Alles, alles, alles. Und du bist sein kostbares Werkzeug. Er will, hat mit dir etwas im Sinn. Du darfst aus der Reserve rauskommen. Und sagen, ja, auf mich kommt es nicht drauf ab. Wow, auf dich, auf jedes von uns kommt es drauf ab. Auf jedes von uns kommt es einfach drauf ab. Da ist noch mal ein lieber Mann im Passantenheim, der so geschädigt ist von den Drogen, dass er auch halt im Kopf die Sachen, die er sich sogar vornimmt, aber nicht mehr kann tun, weil das 5 Minuten später wieder weg. Und das tut mir aber noch viel mehr ins Gebet treiben, weil ich weiß, auch der kann Jesus noch greifen. Aber gerade der Mann ist zu mir gekommen, hat mir so schöne grosse Silbertischle in die Hand gedrückt und gesagt, das ist für dich, Jakob, weil du ging so anständig bist zu mir. Aber ich würde euch aus der Situation aus, und zu all dem Verrückten, was bei uns läuft, würde auch ich ging wieder schuldig machen, auch ich Fehler bin, auch ich manchmal überfordert. Und es ist doch schön, wenn ich sogar unsere Bewohner oder die, was da darum geht, kann um Vergebung bitten und sagen, ich bitte die um Vergebung. Da habe ich Wörter gewählt, die gar nicht gut waren. Es tut mir fest, Leto, wie ich hätte dich doch gern. Und das ist auch so wichtig, einfach, dass wir echt sein können, dass wir transparent sein können. Die Leute sind manchmal halt schockiert, auch an meinem Stil. Aber es geht mir nur darum, ihn zu verherrlichen. Jetzt mal in einer Gemeinde sind nachher die Leute noch sogar zum Pastor gegangen und gesagt, kann ein solcher Typ wie der Wampfler überhaupt zu Himmel kommen? Und gesagt, ja, hast du von Anfang an es zugelassen? Ja, stimmt, was ich da und die letzten Reihen und dass sogar meine Geschwister die sexuell missbraucht haben und noch viele andere Sachen. Eben die perverse Beste, aber alles ist eingetaucht in sein Blut. Dass mein Bruder und meine Schwester mir vergeben und wir heute das beste Verhältnis zusammen und sogar sie den Heiland auch nicht gefunden. Das ist so eine Gnade, das ist so herrlich, das ist so auch ein Geschenk vom Heiland, das ist unfassbar. Und sogar mein Vater, der ein Leben lang Gott gehasst wie die Pest, und die Mutter hat das alles mitgemacht, hat einen solchen Sohn ertragen. Und dann im 12. im Juli hat er einen schweren Hirnschlag gehabt und nachher im Pflegeheim gelandet. Und dann ist er noch verrückter geworden auf den Gott, was er gar nicht hat. Ohne einer Wut war. Und hat er noch 4 Lungenentzündungen erlebt und die auch noch alle überlebt. Und dann kam eine Phase, als er dann nur noch so schrecklich gemögt hat, wie ein verendendes Viech. Und wir konnten fast nicht mehr. Und meine liebe Schwester, eine Heldin, die noch heute ansatzweise Schädigungen hat von ihrem Vater, der Heiland auch noch nicht ganz alles geheilt wird, aber er ist dran. Ausgerechnet sie ist der Vater jede Woche besucht, hat ihn umgewägelt und ihm die Stirn genäht. Ausgerechnet sie, aber auch sie gesagt, ich kann fast nicht mehr. Dann habe ich einen alten Blauen Kreuzversorger, der 20 Jahre um mein Leben gekämpft hat, wie eine Leute, habe ich angerufen und gesagt, kannst du zu meinem Vater kommen, bitte, vielleicht kannst du noch etwas helfen. Weil der Heinz Hügel war die einzige christliche Person auf der ganzen Welt, die mein Vater geschätzt hat. Dann hat er gesagt, du und Schwosch kommen mit mir, sonst niemand ins Zimmer. Und wir gehen mit dem Geruch von der Verstehung und von der Vergebung ins Zimmer und nicht mit anderem. Und wir sind jetzt immer, oder Heinz hat die Hände von meinem Vater genommen und hat sie einfach gestreichelt und hat mit meinem Vater angefangen zu reden. Und wir haben gemerkt, dass der Vater ihn kennt. Und Heinz hat nachher nur ein paar wenige Sätze gesagt, Wampfle nicht, Klaus, du stehst jetzt gleich vor dem heiligen Gott und dem Heiland.
Und der wollte unbedingt mit dir noch Frieden machen. Der wollte dir so liebend gern alles vergeben, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Der wollte mit dir einfach noch Frieden machen. Willst du das nicht klauseln? Vater hat nicht mehr reden, aber da fängt er briegen wie verrückt. Dann merkt, dass da viel passiert. Und dann später immer noch ein Lied gesungen. Und auf einmal geht die Tür auf, und der Bruder und die Mutter kommen noch rein. Dann waren wir noch alle dabei gewesen. Und dann haben wir dann noch am Vater ein Lied gesungen und haben gemerkt, jetzt ist es nur. Und beim Abschied ist die Mutter mit dem Rollator, es hat schon dann die furchtbare Gleichgewichtskrankheit, ist nachher gegangen bis ans Bett her. Und dann hat es 2-3 Minuten seinen Kopf beim Vater so hier die Schulter gelegt. Und so hat es Abschied noch von ihm nach 54 Jahren Ehe, wo er es nur gelitten hat. Dann sind wir dann zur Tür raus und dann ist die Mutter im Moment auch hier zusammengekracht und hat dort auf das Ruheblättchen gesessen und auf das Mal gesehen, in der Bibel heisst es, die Liebe deckt der Sünde Menge zu und das wollen wir jetzt in Anspruch nehmen. Dann 2 Tage später ist er mit telefoniert vom Alt, vom Pflegeheim, der Vater liegt jetzt im Sterben und dann hat gesagt, ja, das hat er jetzt schon 4 Mal erzählt. Nein, das Mal ist jetzt wirklich ernst. Und meine Schwester hat noch rechtzeitig herkommen, ist am Vater beigestanden, hat seine Hände gegeben, hat ihm noch so «Nimm denn meine Hände ins Ohr» gesungen. Und dann ist der so sanft in die Ewigkeit übergegangen, dass sie es gar nicht gemerkt hat, als er den letzten Atemzug hatte. Und Sophie und ich sind 20 Minuten später gekommen, aber das hat keine Rolle mehr gespielt. Und am Beerdigungstag, zwischen früh im Schulhäusli, da war dunkel blauer Himmel am Vormittag und gesagt, Heiland, lass so bleiben. Und am Mittag hat es zugetan, dann kam ein Unwetter, das war noch fast ein bisschen symbolisch. Und nachher sind wir dort zu alt Schulhäusli, das ist ja zugleich auch Kirche. Dann während dem Beerdigungsgottesdienst hat das noch geblitzt und donnert und kreisastet wie am Morgen. Aber nach dem Schluss des Gottesdienst hat es auf das Mal ein bisschen gehört. Und dann haben 4 Cousins von mir den Sarg alle 4 Ecken gegriffen, sind rausgegangen und nach auf den Friedhof und haben dort abgestellt. Wir sind hinter drei. Und beim Grab hat der Pfarrer noch seine letzten Sprüche und Sachen alles gesehen. Und nachher haben sie den Sarg langsam ins Grab sinken. Und in dem Moment ist gerade über dem Friedhof bei den schwarzen Gewitterwolken die Sonne vorgebrochen, volle Pollen, volle Kröche ins Grab geschehen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin vergeben. Ich habe den Vater Wampfen noch gerettet. Ich habe ihn gleich lieb wie der Sohn und wie alle vor der Familie. Der sehr praktische und bodenständige Blaukreuzversorger hat dann nachher zu mir gesagt, ja, er hat halt den Vater im Duramatik weich geköchelt, bis er bereit war. Und wisst ihr, das ist Blaukreuzversorger-Jargon, wie man es früher. Aber es hat Wahrheiten. Wo jetzt will ich endlich aufhören, aber ich hoffe, ich hätte jedem von euch etwas können mitgeben. Glaub an Heiland und glaub an dich. Er glaubt an dich. Er hat Geduld mit dir. Und du musst kein frommer Olympiasieger sein, weil er hat Medaillen schon erkämpft auf Golgatha. Aber du darfst sie in Anspruch nehmen. Und zum Abschluss wollte ich noch einfach noch ein Lied singen, das mir halt enorm viel bedeutet. Früher habe ich einfach nur Drecklieder gesungen am Stammtisch, aber er hat mir eben ein neues Lied in meinen Mund gegeben. Geschwister, seht die Bundesfahne in den Lüften wehen. Neu belebt sollt ihr die Rechte Gottes Siegen sehen. Gott mit uns sei unsere Losung, vorwärts Gloria. Seht uns winkt die Lebenskrone, Mut, Halleluja. Seht des Satans mächtige Heere wüten in dem Streit. Manche sehen wir um uns fallen, drum sei Kampf bereit.
Gott mit uns sei unsere Erlösung, vorwärts Gloria. Seht uns winkt die Lebenskrone, Mut Halleluja. Blickt auf Jesu Kreuzesbanner, hört auf sein Signal, dass ihr bald in seinem Namen sieget überall. Gott mit uns sei unsere Losung, vorwärts Gloria. Seht uns winkt die Lebenskrone, Mut Halleluja. Sei getreu, ruft unser Jesus, denn ich komme bald. Nimm uns, Herr, dir ganz zu eigen, sage jung und alt. Und jetzt alle. Gott mit uns sei unsere Losung, vorwärts Gloria. Seht uns winkt die Lebenskrone, Mut Halleluja. Amen.